Ich kann unendlich TNT spammen. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Gommes-Server. Heute befinde ich mich mal wieder in der 1.9-Version, das heißt auf dem Beta-Gommes-Server, und ich stelle euch mal heute einen richtig krassen Bug vor. Dazu gehen wir einfach mal gleich in die Nordic Empire Map, und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt, geht es heute mal um unendlich TNT. Den Bug kennt ihr sicherlich noch nicht, der funktioniert auch wirklich nur in der 1.9 hier auf dem Gommes-Server, und auch keine Angst, ich habe natürlich den Bug schon im Gomme-Team geschickt, das heißt, er wird wahrscheinlich so schnell wie möglich behoben, und wir haben schon TNT, perfekt. Okay, alles, was wir dazu brauchen, ist eigentlich nur ein TNT. Und mit diesem einen TNT können wir uns, what the fuck, okay, einfach unendlich TNT herstellen. Dazu müssen wir einfach nur ein TNT, okay, jetzt habe ich eins mit Rechtsklick geplaced, in die Left Hand machen. Wir haben zwar jetzt 5, aber es reicht auch eins, das heißt, die restlichen brauchen wir eigentlich gar nicht. Und somit, mit Rechtsklick jetzt einfach, habe ich unendlich TNT, zum Beispiel jetzt ein QSG, ein SG, überall einfach nur. Man muss nur aufpassen, wenn man wirklich zum Beispiel ein Schwert hat und dann Rechtsklick drückt, dann ist dieses Schwert weg. Natürlich platziert man trotzdem noch TNT, es explodiert. Und ihr seht, ich habe wirklich unendlich TNT, obwohl ich nur eins in der Left Hand halte. Das heißt, das jeweilige Item, das verschwindet dann einfach. Und deswegen, da muss man da immer aufpassen, aber es ist halt wirklich mega OP. Der Cooldown ist wieder weg. Und deswegen mal schauen. So, okay. Jetzt habe ich zum Beispiel mein Schwert verloren. Ich kann unendlich TNT spammen. Und der rennt mir auch jetzt sicherlich nicht mehr hinterher, einfach wegen dem TNT. Und somit ist das Ganze echt eine wirklich coole Sache. Man muss nur aufpassen, dass man selber nicht so... Und what the fuck? Okay, der ist jetzt gestorben. Da kann ich mir seine Items schnell mal grabben, dass man selber nicht stirbt von dem TNT. Aber zum Beispiel hier auch... Mega OP einfach, wenn zum Beispiel mir einer hinterher rennt, einfach TNT blazen. Und ich weiß, natürlich ist es unfair, aber den Bug, den gibt es nur einmal und den wollte ich euch somit mal zeigen. Und natürlich habe ich dem auch dem Gommes-Server-Team geschickt. Und so, 4 TNT haben wir hier noch, die können wir natürlich ganz normal placen. Die gehen ganz normal weg. Und wie gesagt, einfach ein leeres Feld oder was man halt nicht braucht, zum Beispiel die Hose hier, Rechtsklick, und dann hat man auch schon TNT geplaced und es geht nichts weg. 32 Pfeile haben wir auch, sehr schön. Und wir haben auch schon die beste Rüstung, das heißt, okay, wir haben jetzt unendlich TNT. TNT ist mega stark, also man hat normalerweise auf keinen Fall unendlich TNT in SG oder QSG. Schon ein paar TNT reichen aus, um halt wirklich einen zu killen. Und somit, wenn man dann unendlich auf einmal hat, und da wundert sich jetzt zum Beispiel auch... Oh Mann, ich habe einfach mit dem gewonnen. Es tut mir leid, Freunde. What the fuck, oh mein Gott. es ist halt einfach mega krass. Und jetzt auf der Map SG4, und wer jetzt vielleicht schon schreiben will, ja, warum hast du den genau eigentlich nicht gewinnen lassen? Ganz einfach, man hat hier eh komplett andere Stats, das heißt, diese Stats, beziehungsweise auch Achievement, einfach alles wird gar nicht auf den normalen Gommes-Server übertragen. Das ist nur ein Testserver, alles zum Testen, und niemand spielt hier auf Stats, deswegen finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Okay, und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal nach oben und hoffen, dass wir ein TNT bekommen und natürlich auch eine Axt, die wir hier in SG bekommen, nämlich die Steinaxt ist, um genau zu sein, die beste Axt, beziehungsweise auch die beste Waffe insgesamt hier in Survival Games mit 9 Angriffsschaden. Das sind einfach 2 mehr als das normale Dia-Schwert, vor allem ohne den Cooldown, den man hat. Und dann vielleicht noch mit einem Schild. Es ist einfach nur krass OP. Dann hat man den Gegner mit wenigen Hits down und eine Holzaxt, beziehungsweise hat natürlich auch schon 7. Das heißt, auch wie ein Dia-Schwert. Und ich denke mal, dass man auch eine Holzaxt zum Beispiel ziemlich, ziemlich schnell findet. Und eine Steinaxt, ja, ist jetzt auch gerade nicht selten in den Kisten. Und die sind halt echt immer noch drin. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da welche finden werden. Und hier zum Beispiel eine Holzaxt. Okay, direkt schon mit 7 Angriffsschaden. Normale Geschwindigkeit natürlich. Deswegen haben wir jetzt eigentlich sozusagen Dia-Schwert. Und jetzt brauchen wir auch noch ein TNT. Da unten ist zum Beispiel einer. Okay, da gehen wir gleich mal hin und können den töten. Haben noch zwar kein Schild, aber das ist eigentlich auch egal. So, und er hat ein Eisenschwert, aber... Okay, und er hat auch schon ein Schild. Ich habe ein Dia-Schwert sozusagen. Und... Der ist jetzt auch schon down. Okay, so, natürlich mache ich jetzt hier mit dem Eisenschwert nichts. 6 Angriffsschaden, Holzaxt 7. Das heißt, das Eisenschwert kann ich eigentlich komplett wegschmeißen. Mache ich einfach mal ins Inventar. So, das kann ich in die Left Hand machen, das Schild. Okay, damit wir auch gut blocken können. Und TNT habe ich zum Beispiel jetzt. Okay, das kann ich dann wiederum hier in die linke Hand machen. Und somit, Rechtsklick, haben wir einfach unendlich TNT. Das lassen wir erstmal da. Und mal schauen, wo jetzt der nächste Gegner ist und ob wir noch eine Steinaxt bekommen. Leben noch 14 Spieler. Okay, und haben auch sogar, ja, 2 Gold, ein Eisenbachen, aber ist alles eigentlich dann nutzlos jetzt hier in SG. Und da muss man sich auch mal was überlegen, was man eigentlich genau dann so mit den Äxten macht. Besonders der
Steinaxt, beziehungsweise auch Holzaxt, klar. Zum Beispiel Diaxt natürlich und. Doch, Diaxt gibt es sogar zum Beispiel. Klar, stimmt. Und jetzt hier blocke ich einfach mal ein bisschen und der ist einfach so schnell da. Und Spectral-Pfeile haben wir zum Beispiel auch. Zum Beispiel Diaxt-Exe gibt es ja, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob auf diesem Server, da habe ich zumindest noch keine gefunden. Aber was man halt mit der Holzaxt und Steinaxt macht, die halt echt vorkommen, das weiß ich auch noch nicht ganz. So, okay. Dann haben wir eigentlich schon relativ gute Sachen, können direkt zum nächsten Spieler. Wir haben noch keinen Bogen, aber macht nichts. So, wir gehen einfach mal weiter. Kompass haben wir gerade auch noch nicht am Start. War hier schon jemand an der Kiste? Hier war doch gerade eine Kiste. Nee, okay, doch nicht. Habe ich mich versehen. Und da vorne sind auch bestimmt noch welche. Leben doch noch einige Spieler. Ohne Steinaxt habe ich aber auch noch nicht. Okay, das wissen vor allem auch noch nicht alle. Das heißt natürlich, wenn man zum Beispiel eine Steinaxt hat. Und hier haben wir zum Beispiel eine Eisenaxt. Okay, die hat auch 9 Angriffsschaden. Sehr schön. Das heißt, wie eine Steinaxt. Oh man, okay. Dann können wir hier auch, Alter, einfach mit 2 mehr Angriffsschaden als ein Dierschwert die Gegner echt leicht killen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Eisenschwert zieht und eine Eisenaxt, dann nehmen vielleicht die meisten Gegner das Eisenschwert, weil die einfach noch nicht so die Info haben bzw. nachgeschaut haben. Und ich bin jetzt gespannt, wo hier noch die Gegner sind und wie schnell die vor allem down sind, auch mit einer vollen Eisenrüstung zum Beispiel. Und das ist echt schon mega heftig. Okay, und wir gehen jetzt mal nach da vorne. Okay, und schauen noch, ob wir bessere Rüstung bekommen. Aber die Kissen sind, schätze ich mal, schon alle gelootet. Wo sind hier denn noch die Spieler, Mensch? Komm, da müssen wir doch noch ein paar finden. Okay, die sterben aber hier alle. Vielleicht sind ein paar beim Flughafen hinten, eigentlich immer. Da müssen wir doch immer die Spieler finden, oder? Komm, das sind bestimmt doch 1-2 Leute. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich auch noch keine 1.9. Man will immer so ein bisschen zoomen. Kann man leider noch nicht. Aber die 1.9 Optifine-Version, schätze ich mal, ja, wird auch demnächst dann mal rauskommen. Aber es läuft auch wirklich ohne Version, hier ohne Optifine, eigentlich ganz flüssig. Und die Kisten da, glaube ich, wurden schon gelootet und hier ist auch niemand. Alles klar. So, dann gehe ich mal weiter. Okay. Und hoffe ich mal, dass ich jetzt irgendwann einen finden werde. Aber wir haben eigentlich schon so die beste Waffe. Klar, beste Rüstung wäre dann natürlich auch nicht schlecht, aber mehr braucht man eigentlich echt nicht so. Dann hat man alles, dann noch TNT, dass man unendlich hier placen kann. Aufpassen, dass man halt wirklich kein anderes Item im Inventar hat. Und dann hat man eigentlich schon die Runde gewonnen. So ziemlich. Und das Deathmatch geht auch schon gleich los. Alles klar. Und da vorne ist einer. So, da hat eine volle Eisenrüstung und eine Steinaxt, oder? Hat er eine Steinaxt? Okay, der hat auch, oh Mann, leider ein Feuer. So, dann kann ich zum Beispiel jetzt hier einfach mit dem TNT die Action machen. Das sind sogar 2. So, ich nehme das Schild aber mal wieder. Und, oh man, okay. Und natürlich kann ich hier spammen. Der müsste echt schnell down sein. Ja, jetzt zum Beispiel schon direkt. Und so, ich mache einfach mal mit dem normalen TNT hier. Place das mal. Okay, zieh das noch an. Und dann hier wieder auf den nächsten Gegner und mal schauen, ob der auch eine Axt in der Hand hält. Man weiß nicht. Ich glaube, nee, der hat ein Eisenschwert. Okay, da könnten wir auf jeden Fall gewinnen. So, mit 9 Angriffsschaden. Wechselt er die noch? Ich glaube aber nicht. Nee, okay. So, der hat ein Eisenschwert. Ja, das heißt, es ist ziemlich OP. Und da müsste auch schon dann gleich down sein. So. 1 oder 2 Hits braucht er noch, mehr nicht. Und dann haben wir den auch bekommen, den Danny Place. Und können noch. Ah, fuck, shit. Das Deathmatch geht los, seine Rüstung anziehen. Kurz nochmal Vollrang hier mit dem Essen. Dierschwert können wir uns rausnehmen, aber man sieht auch schon. So, okay. 7 Angriffsschaden. Hier, Eisenaxt 9. Und somit ist es echt ziemlich OP. Und das mit dem TNT. Ja, TNT lasse ich jetzt einfach mal. Okay, der hat auch einen Bogen. Und da müsste doch gleich down sein, oder er hat wieder vollgerackt mit dem Essen, man weiß nicht. Geht halt auch echt ziemlich schnell. Und so, komm, ich kann echt hier abspammen. Hat keinen Cooldown. Und ja, so, somit haben wir jetzt auch einen Bogen. Spectral-Pfeile zum Beispiel auch noch. Ich habe keine, doch, normale Pfeile habe ich auch. So, schießen wir mal die Spectral-Pfeile. So, ich will jetzt mal nur die schießen, wenn ich das mal schaffe. Hier in SG auch mal einen Spectral-Pfeil zu schießen. Und Leute, what the fuck, wie das aussieht. Okay, und jetzt gehen wir mal, ja, einfach mal, komm, mit den Herzen, ist jetzt auch egal, auf den drauf. Und da ist er auch schon down, liebe Freunde. Das war's so zu dieser Runde. Hat echt Spaß gemacht und er schreibt einfach Opfer in Chat, alles klar. Okay, habe eigentlich ganz normal gespielt.
Und ja, das war's zu dieser Runde Survival Games, liebe Freunde. Das war ein mega krasser OP-Bug mit dem TNT, der, schätze ich mal, dann nicht mehr auftreten wird. Und das war's zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video oder im nächsten Livestream. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao.